Ich glaube, dass die CDU gerade in Krisenzeiten die richtige Partei ist. Wir sind hier gerade auf dem Bundesparteitag auf dem Messegelände in Hannover. Ich hoffe, dass von diesem Parteitag ein Aufbruchssignal ausgeht, ein Ruck durch Niedersachsen. Ich hatte gerade auch die Möglichkeit, kurz mit Friedrich Merz zu sprechen und habe viele alte Bekannte hier aus der CDU getroffen. Erinnerst du dich? Lange her. Vielen Dank für dein Management. Gerald Papsch muss in den Landtag gewählt werden. Ich weiß, er ist nicht nur ein glänzender Jurist, er ist auch ein super Politiker, immer ganz nah dran an den Menschen. Also Gerald Papsch kenne ich seit Jahrzehnten, toller Mann schon in der JU, auch heute noch. Und das sind die Leute, die wir eigentlich im Landtag brauchen. Die CDU war immer dann stark, wenn es in Deutschland Krisen gab. Ich finde es wichtig in solchen Krisenzeiten, dass die CDU deutlich macht, dass sie eben gerade im Bereich der Wirtschaft über eine hohe Kompetenz verfügt. Die Bäckereien in Niedersachsen und Deutschland können sich auf uns verlassen. Wir kriegen diese Probleme gelöst. Das Bäckerhandwerk ist sehr energieintensiv. Und mich würde interessieren, wie Sie die Situation sehen. Was kommt auf die Bäckereien in Niedersachsen zu? Ein sogenannter Energiekosten-Tsunami tatsächlich. Seit Juni gehen die Preise stetig nach oben. Und das ist einfach das, was wir nicht mehr schultern können. Was heißt das ganz konkret für Ihre Bäckereien? Wir können diese Preise nicht mehr an den Kunden weitergeben. Wir können es nicht mehr anpassen. Dann ist einfach Brot und Brötchen für die meisten nicht mehr bezahlbar. Wir fordern ganz konkret vom Bund, dass wir als Härtefall anerkannt werden. Im Moment ist die Lage, ich sag's mit meinen Worten, beschissen. Die Politik lässt uns hier komplett alleine. Jetzt kommen die Energiekosten, die das um das Sechsfache steigen bei mir noch, weil ich einen Vertrag abgeschlossen habe, der nicht gleich so hoch gehen kann. Aber ob es weitergeht, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir wollten eine Halle bauen, wir wollten uns vergrößern, wir wollten für die Zukunft etwas planen. Wir haben alles erstmal auf Eis gelegt und schauen, was in den nächsten Monaten kommt. Was bedeutet das für Sie persönlich, wenn Sie den Laden schließen würden? Klar, mein Herzblut hängt an der Firma. Wenn ich hier zuschließen würde, weiß ich nicht, habe ich wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch, keine Ahnung was. Im Landtag sitzen so viele Leute, die müssen sich den Kopf machen, wie sie uns retten, weil wir die Kohle ranbringen für den Mittelstand. Unter dem Motto Grill den Gerold machen wir heute Abend hier in Seel zu Süd unsere Veranstaltung zur Landespolitik. Wir kommen zu den Menschen raus, wir grillen und trinken ein Bier zusammen und reden dann über Landespolitik. Und heute ist unser Special Guest David McAllister hier. Wir reden auch über Europapolitik und wollen einfach mal gucken, was die Menschen hier vor Ort bewegt. Und so bin ich von diesem Bundesparteitag direkt zu Ihnen nach Silze gekommen, um zuallererst meinem Freund und Studiengefährten Gerald Papsch viel Erfolg zu wünschen für die Landtagswahl am 9. Oktober. Und es ist wichtig, dass die CDU in der Region Hannover die Interessen der Menschen, die Interessen der Unternehmen wirksam gegenüber der Landesregierung vertritt. Er hat auch meine Stimme. Für mich ist er ein besonderer Mensch. Netter, sympathischer, junger Mann. So mein Gefühl familiennah. Er setzt sich für alle Leute ein, ob jung oder alt. Ich wünsche Gerald von Herzen viel Erfolg bei der Landtagswahl am 9. Oktober, um ihm eine aktive, engagierte Stimme für die Interessen von Basinghausen, Gerden und Silze im Niedersächsischen Landtag zu sein.